Ja, Teil 2. Ja, ich weiß nicht, ich denke, das hat jeder mitbekommen von den Waldbränden. Ärzte warnen vor Atomwolke aus der Ukraine, aber das hoffen wir mal, dass das jetzt nicht auch noch kommt. Aber Eilmeldung, Doppelpunkt. Berlin schafft Grundrechte ab. Dann Jacques Attali. Also Jacques, Jacques, Französisch, und Attali mit Doppel-T und einfachem I. Doppelpunkt, Weltregierung über eine gute kleine Pandemie erreichen. Nachdem 2008 die Finanzkrise nicht zur gewünschten Weltregierung führte, erklärte der französische Präsidentenberater Jacques Attali im Mai 2009 unverblümt, dass mit einer kleinen Pandemie dieses anspruchsvolle Ziel wohl zu erreichen sei. Dies berichtet das Magazin Unser Mitteleuropa und so weiter. Dann noch mal was zu Trump. Trump entlarvt, kehrt um und gewinnt für die Menschen. Diese Folge ist besonders wichtig. Bitte weit und breit teilen. Der Titel ist X22 Report vom 20.04.2020 Bindestrich. Es war ein Schwindel, Bindestrich. Und dann geht der Titel nochmal weiter. Sie werden herausfinden, was und so fort. Ja, dann Koalition plant nächstes Gesetzespaket gegen Corona. Mehr Tests, mehr Meldungen an die Gesundheitsämter und eine Entlastung der Krankenhäuser. Diese und weitere Maßnahmen sieht ein neuer Gesetzesentwurf vor. Die ersten Corona-Hilfen waren im März beschlossen worden. Ja, das ist ja klar. Es geht darum, dass die Anzahl der Tests massiv erhöht werden soll, damit dann wiederum gesagt werden kann, dass Fallzahlen gestiegen seien. Die Schweiz hat beispielsweise zum Teil wahrscheinlich auch höhere Fallzahlen, weil die viel flächendeckender getestet hatten. Nicht jeden 200., sondern jeden 40., so wie ich gehört oder von der Bekannten, die mir das geschrieben hat, gelesen habe. Künftig sollen 4,5 Millionen Tests pro Woche durchgeführt werden, steht hier. Professor Bhakti, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, ruft in seinem neuesten Video auf, die Tradition der friedlichen Montagsdemonstrationen von 1989 wieder aufzunehmen. Also der friedlichen Montagsdemonstrationen. Da die Freiheit in höchster Gefahr ist, dem kann ich nur vollumfänglich zustimmen. Es wird höchste Zeit. Ja, da geht es natürlich dann jetzt nochmal gegen die Impfkampagne von Gates und so weiter. Also, ich habe den Titel ja genannt. Da findet man dann auch einen YouTube-Link, der heißt www.tagesschau.de/inland/corona-gesetzespaket-101. Ja, und dann eben vom Pfeil HTML. So. Hier ist das auch, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Corona-Krise Nachtrag 2, Schreckensszenario Italien. Da äußert er sich nochmal dazu. Ja, dann haben wir hier auch nochmal von CanFM am Set, Gespräch mit Professor Dr. Sucharit Bhakti zu Covid-19. Edward Snowden über Deutschland und den BND, Donald Trump, Obamas Amtszeit. Freiheit und Aktivismus. Ja, ich glaube, das ist erstmal genug. Es gibt auch noch eine Petition, Stoppen Sie 5G jetzt aus Gesundheitsgründen, Online-Petition. Die ist im Moment da auch wieder noch mal drin. Ja, Bill Gates und Covid-19, RNA-Impfstoffe als globale Bedrohung. Biologe Clemens Arway.
Das hatte ich aber auch schon mal erwähnt. Ja, es ist so viel. Also wer sich interessiert, der findet die Titel ja dann auch, ohne dass ich da jetzt noch weiterhin benenne. Ich zeige gerade mal ein Foto. Wer das lesen möchte, der kann ja das Video stoppen. Kursiert aktuell im Netz. Ich weiß nicht, ob man die Schrift gut erkennen kann, aber ich glaube, es ist ausreichend. Gates im Zentrum von. Ich kommentiere es jetzt gar nicht mehr, weil, wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, dass ich bei aller noch notwendigen Aufklärung versucht, euch nicht runterziehen zu lassen, oben zu bleiben und den Fokus wirklich auch auf die positiven Visionen zu richten. Das kursiert auch im Netz. Da kann ich ja noch kurz was zu sagen zu diesem Bild. Man kann es möglicherweise auch gar nicht gut lesen. Also, wer sich informiert hat und zu dem Entschluss gekommen ist, sich nicht unter Zwang impfen lassen zu wollen, aufgrund der Gefährdungslage. Ich sage es jetzt bewusst so, weil es steht natürlich jedem frei, sich zu informieren und sich dann diesbezüglich zu entscheiden. Also wer das nicht möchte, da findet man im Netz mittlerweile, wie man legal eine Impfung ablehnt. Schritt 1, lehnt die Impfung nicht rundheraus ab, sonst hält man euch für rebellisch. Ihr könnt ihren Service jedoch auf höfliche Weise ablehnen. Schritt 2. Fragt den Arzt, ob die Impfung MRC5 enthält. Jede Impfung enthält das. Es handelt sich um abgetriebene menschliche Zellen und andere DNS-Strukturen. Wenn die Impfung MRC5 enthält, habt ihr das Recht, sie abzulehnen. Schritt 3. Fragt danach, ob es zu einer iatrogenen Reaktion, eine unerwünschte Wirkung, die durch das Zusammenwirken verschiedener Inhaltsstoffe oder Medikamente miteinander verursacht wird, durch den Impfstoff kommen kann. Wenn der Arzt diese Frage mit Ja dazu kann es kommen beantwortet, dann ist das euer Entlassung aus dem Impfgefängnis Freifahrtsschein. Bedanken Sie sich bei dem Arzt für sein Angebot und gehen Sie. Denkt daran, dass Ärzte auf den Hippokratischen Eid eingeschworen wurden. Dieser beinhaltet, keinen Schaden zu verursachen. Und sie müssen ihn beherzigen. Somit können wir deren Angebot legal und respektvoll ablehnen. Und es gibt absolut gar nichts, was sie dagegen tun können. Jetzt wisst ihr das, teilt das mit jedem, der euch wichtig ist. Und ich sage jetzt mal, der es ebenso sieht und der dafür offen ist. Ja, es ist wichtig. Mit jedem, der euch am Herzen liegt, natürlich. Hier steht dann auch noch www.keinenkrebs.com. Da ist das wohl zu finden und veröffentlicht worden, dieses Foto, was ich jetzt praktisch vorgelesen habe und vorher eingeblendet hatte. Gut, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nochmal geteilt, auch schon auf andere Art und Weise. Zukünftig möchte ich, wenn ich Dinge mache, wirklich Dinge machen, die in erster Linie Dinge machen, die hochführen, Fokus auf das Positive. Ja, genau. Und jeder, der sich informieren möchte. Wenn ihr jetzt die Titel und die Namen kennt, dann findet ihr auch die Folgevideos auf YouTube. Das ist ja dann wirklich nicht mehr nötig, das jetzt noch in dem Sinne publik zu machen, weil jeder, der sich informieren möchte, wenn er bestimmte Namen oder Suchbegriffe eingibt, dann kommen die entsprechenden Videos ja auch.